Die Mechanismen in der Fußballmannschaft, im Fußballverein sind genau dieselben wie im Unternehmen. Und das kann man wirklich 1:1 übertragen. Nach 40 Minuten geht es 3:0. Zu dem Zeitpunkt sitze ich auf der Bank und denke mir, Gott sei Dank spiele ich nicht. Also für mich war das Spiel verloren. Ich habe mir gedacht, wir haben die Riesenchance verpasst, Geschichte zu schreiben. Und wir können das, gegen diese Mannschaft 3 Tore aufholen, ist fast unmöglich. Nur, was machst du jetzt? Jetzt kannst du sagen, alles Mist, die sollen mich gern haben, die sollen alleine spielen. Oder du sagst, nee, ich muss der Mannschaft helfen. Vergessen Sie nicht, nach vorne zu schauen, weil die Sachen können sich innerhalb von einer Minute ändern. Wenn es bei einer Firma ist, dann kann sich innerhalb von einem Tag, von einer Woche, von einem Monat, kann sich alles ändern. Wir hatten einen Zusammenhalt in der Truppe, der wirklich was Spezielles war. Umso länger ich mich warm gemacht habe, umso mehr habe ich mir gedacht, was ist eigentlich passiert? Ja, was ist passiert? Die haben 3 Tore geschossen in der ersten Halbzeit, wir keins. Warum sollten wir in der zweiten Hälfte nicht dasselbe machen? Kümmere dich um das, was du beeinflussen kannst. Hier im Golfen sagt man, wenn du einen Putt kurz lässt, kann er nicht reingehen. Und das ist dieses Committen, dieses Commit im Englischen. Das Vertrauen in seine eigene Fähigkeit zu haben, zu sagen, ich mache das. Und wenn du einen Elfmeter verschießt, dann verschießt du. Aber verschießt nicht, weil du dir denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich den Elfmeter reinschießen kann. Sei überzeugt, dass du das machst. Wenn du anfängst, über Leute was zu erfahren und sie kennenzulernen, dann fängst du an, mitzufühlen oder Gefühle zu entwickeln für dich. Du findest immer erst raus, wie eng zusammen eine Mannschaft ist, wenn du mal im Dreck sitzt.